Grüßt euch, bei mir ist jetzt die Simone. Grüß dich, Simone. Servus. Simone, magst du ein bisschen was von dir erzählen? Ja, mei, was mag ich von mir erzählen? Ich bin eine Straubingerin, hab zwei Kinder, bin Single. Meine zwei Kinder sitzen da, ja. Wie alt sind deine Kinder? 14 und 7. Mädel und Bub. Das ist schon was, was du sagst, mit dem also unbedingt klarkommen, dein Traummann. Ja, sowieso. Okay. Klar. Kinder gehen immer vor. Vor allem. Und vier Katzen habe ich auch noch. Vier Tierlieb? Ja, auf jeden Fall. Schon. Was hast du denn für Hobbys? Tanzen eigentlich. Ich war immer im Tanzverein tätig als Trainerin. Kann ich halt leider seit zig Jahren nicht mehr machen. Ja, mei, und so bin ich eigentlich immer gut beschäftigt mit meinen Kindern. Da hast du all inklusive alles. Bloß halt nicht mehr Freizeit, ja. Aber für einen Mo ist noch Zeit. Ja, da wird mal wieder Zeit werden. Deswegen haben wir jetzt gedacht, scheiße, da geht's schnell noch her. Ja. Super. Ja, da wird schon mal wieder Zeit werden. Du hast gesagt, tanzen, Standard oder eher? Nein, ich weiß nicht, Strapinga Funkies, die hat es vor zig Jahren mal gegeben. Ja. Ist so eine Tanzgruppe, die wo, also keine Standardtänze oder so macht, sondern einfach was also, was ist, genau. Alles von Hip-Hop angefangen bis. Okay. Alles klar. Wie stellst du deinen Traummann vor? Ich stelle mir meinen Traummann vor. Ich sage einfach so, wenn es passt, dann passt es. Muss Klick machen. Ich denke einfach, entweder es passt zwischen zwei Menschen oder es passt halt einfach nicht. Aber heißt es dann bei dir eher so Liebe auf den ersten Blick? Oder? Nein, das nicht. Das kann man, glaube ich, einfach auch nicht pauschalisieren. Also einfach auch erfahrungsgemäß. Es ist, ja, entweder es passt. Okay. Aber gibt es irgendwas, was du am Mann nicht packst? Was ich nicht pack? Ja, gibt es einiges, was ich nicht unbedingt. Zum Beispiel? Ja, also keine Ahnung, irgendwie gewalttätig gegenüber Kinder, Tiere, irgendwie eine Kameradensau, einfach irgend sowas, geht gar nicht. Lustig muss es auch, ehrlich. Mei. Okay, und du hast schon gesagt, gell, deine Kinder gehen über alles, aber magst, sowieso, ja. Magst mir du mir sonst noch irgendwas sagen, irgendeine kleine Schwäche oder einen kleinen Makel, wo du sagst, das muss er aushalten können bei mir? Das muss er aushalten bei mir, ja. Also ich bin, glaube ich, nicht wirklich einfach, ja, weiß ich nicht. Bist du ein Morgenmuffel oder sowas? Ja, also ich rede wirklich viel zu viel immer, aber in der Früh brauche ich erstmal meinen Kaffee und also da rede ich am allerwenigsten, aber Muffel, ja. Also es ist nicht schlecht, wenn man in der Früh nicht so viel redet, glaube ich. Genau, da. Weil da braucht jeder ein bisschen den Tag. Genau, da, wo man nicht so viel redet, ja. Okay. Dann rede ich gerne um viel, ja. Alles klar. So, das war jetzt die Simone. Sie sagt, sie redet ein bisschen viel, aber ich finde es... Ich finde es jetzt nicht so, aber mei. Ich finde trotzdem, sie ist eine ganz, ganz Liebe. Bitte meldet euch bei ihr. Für euch.